Und wieder ein ganz herzliches Willkommen nach zu Hause und Steffi und Tom. Ich grüße euch ganz herzlich. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und wir möchten gemeinsam über Teki sprechen. Ihr habt auch beide Teki gelernt, Steffi schon die ganze Ausbildung durch und arbeitet auch schon fleißig auch mit Klienten. Tom wird auch seine Geschichte erzählen. Wollt ihr euch einfach kurz vorstellen, ihr beiden? Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was macht ihr? Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sandra, dir auch. Danke für die Möglichkeit und dieses schöne Gespräch mit dir. Magst du anfangen oder so? Na, fang du an. Okay. Also ich bin die Steffi und wir sind hier im wunderschönen Bregenzer Wald. Der Weg, der mich oder uns eigentlich hierher geführt hat, ist über mehrere Umwege gegangen. Auch über die Schweiz, über Wien und über die Stadt. Und jetzt hier mitten in der Natur, im Bregenzer Wald, in den Bergen, haben auch die ganze Energie von der Natur da, was wirklich wunderschön ist. Es ist wunderschön. Ich war ja schon da und kann es bestätigen. Ihr habt euch wirklich eine Oase geschaffen nach Wien. Ja. 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 Ja, also ich bin Tom und ich begleite die Steffi oder wir begleiten uns gegenseitig seit knapp 20 Jahren. Mhm. Und sind hier, wie gesagt, im Grünen angekommen. Mein Weg zu Teki war über viel Literatur, also alle möglichen Prozesse durchgemacht, viel gelesen. Und dann eines Tages hat mir die Steffi das Buch gegeben. Ich habe das innerhalb von 24 Stunden gelesen. Ja, wow. Ja. Und habe halt gemerkt, dass es irgendwie alles zusammenfasst, was man so auf dem Markt finden kann. Mhm. Von Tolle, C.G. Jung, alles vorhanden. Und für mich hat das sehr viel Sinn gemacht als Herangehensweise in diese spirituelle Welt. Und es hat auch funktioniert im Sinne von wegen, es war wirklich eine Anleitung zum Praktizieren auch mit dabei, was bei vielen anderen Leuten fehlt. Und mit dem Praktizieren hat das sehr gut funktioniert und deswegen bleibt man dann auch dabei und hat mehr oder weniger das Ziel in Anführungszeichen dann erreicht, zumindest was die praktische Anwendung anbelangt. Mhm. Und mit dem Werkzeug kann man dann halt arbeiten. Das war so ein bisschen mein Ankommen. Mhm. Ja, das war auch ganz lustig, wie ich beim Teki-1-Seminar nämlich nach Hause gekommen bin, habe ich dem Tom gar nicht viel erzählt, weil ich war so in diesem glücklichen Zustand, also in seiner glücksvollen Zufriedenheit, ja, der mehrere Tage angedauert hat, wirklich. Das war wunderschön. Und habe nur das Buch hingelegt und habe gedacht, ich erzähle dem Tom am nächsten Tag. Und er hat das schon in den Händen gehabt in der Früh. Und schon halt ausgelesen. Boah, das ist ja genau das. Ja, also es war voll, voll lustig, wirklich, war voll spannend. Ja, und ich bin über zur Theke gekommen, über eine Freundin, die wir eigentlich immer nur einmal im Jahr treffen, nämlich zu Weihnachten. Mhm. In St. Gallen haben wir, treffen uns dann immer. Und ich war schon länger auf der Suche nach irgendwas, ich konnte es nicht greifen, was spirituellem, also irgendwas, was mir berührt, aber habe nie wirklich mich entscheiden können für weder eine Ausbildung noch für ein gewisses Thema. Also ist es Reiki oder ist es Prana Healing oder wie auch immer. Es hat mich immer das wieder hin und her geschoben. Und dann hat sie mir davon erzählt, dass sie da die Ausbildung macht. Und ich wusste einfach innerlich, das hat mich voll ausgefüllt, das will ich. Das ist es. Das muss ich unbedingt machen. Und im Moment habe ich mir gedacht, so, oh, das ist ein Bodensee und ich bin in Wien. Das ist irgendwie voll weit, aber es war völlig egal. Es hätte weiß Gott wo sein können, glaube ich. Und ja, und so hat der Weg angefangen. Und es ist einfach jedes Stück, was dazukommt, jedes Seminar, jedes Modul, ist immer so eine Bereicherung und ist so schön. Und jedes Mal geht was auf und jedes Mal wird es vollständiger. Oder ja, wird man als Wesen, fühle ich mich als Wesen vollständiger. Ja, wow. Was dazu kommt. Wie schön ihr das erzählt habt. Und ich weiß ja auch,
Also, du hast ja, Steffi, die Präsenzseminare hauptsächlich gemacht und erst jetzt die Intensivseminare dann als online. Und ich habe ja auch mitbekommen, du hast dir sehr viel Zeit gelassen. Also es gibt ja welche, die rasen durch die Seminare, wollen einfach gleich alle Tools zur Verfügung haben. Und du hast eher so gesagt, so eins im Jahr und hast dir immer viel Raum gegeben, das auch zu entwickeln. Und mir ist wirklich auch so von Jahr zu Jahr aufgefallen, wie du dich verändert hast, also wie du klarer wurdest, wie du mehr bei dir warst. So kam mir das immer ganz stark vor. Und dann jetzt auch diese Entscheidung letztes Jahr, dass ihr euch gemeinsam nochmal räumlich verändert. Das war so klar irgendwie, das war so da, richtig schön. Und Tom, bei dir wusste ich ja noch gar nicht genau den Weg. Ich dachte einfach, okay, aber Steffi hat ihn hingeschickt. Du bist ja eigentlich Psychologe. Und steigst jetzt aber auch so ein bisschen um, oder? Ja, ich glaube, dass also diese räumliche Veränderung gab die Möglichkeit halt auch also aus dem Berufsleben mehr oder weniger jetzt mal vorläufig auszusteigen, zumindest mal für ein Jahr, um sich mal neu zu orientieren. Also ich glaube, dass durch das TEKI halt die Möglichkeit im Raum steht, sich zu getrauen, also einfach die alten Fassaden abzubrechen und von diesen Strukturen loszukommen. Also dass man sich auch getraut, also nicht irgendwie sicherheitshalber in einem Job begibt oder drin bleibt, der halt einfach nur des Geldes wegen. Oder, ich glaube, das war vielleicht der Anstoß. Also, da war TEKI auf jeden Fall eine große Hilfe. Dass es so ist wie bei der Steffi, dass es beruflich für mich was werden könnte. Auch das ist natürlich möglich. Ich glaube, das muss man sich so entwickeln lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kommt ja auch manchmal einfach so. Ich hatte das ja bei mir auch nicht geplant. Ich habe was anderes ursprünglich gelernt und das war mein Hobby. Und dann wurde es immer intensiver und immer mehr Menschen sind gekommen. Und es läuft ja bei dir, Steffi, auch schon so an, ne? Also das kann ja gut alles sein. Und wir bleiben einfach offen. Jeder hat seinen Ja, Seelenplan. genau. Absolut. Also da hat sich aber schon einiges verändert, wie ich so höre in eurem Leben. Habt ihr es denn so auch so ins Leben integriert, weißt du, so dieses Spielerische, was ich so empfinde, dass wir wirklich das einfach sind, dass wir gar nicht das Gefühl haben, mit einer Methode zu wirken, sondern hier machst du was, da Quantenfeld, da mal kurz in einem Gespräch eine Beziehung harmonisieren und merken, jetzt wird es besser. Macht ihr das auch so? Gerade auch so als Also ich mache es auf Paar? jeden Fall beim, oder anfänglich beim Autofahren habe ich das ganz oft gemacht und das hat immer sehr gut funktioniert, weil das war für mich so etwas sehr Unangenehmes. Ich habe das überhaupt nicht gemacht, das Autofahren, und habe das mit dem Quantenfeld einklinken eigentlich ganz gut überwinden können. So von daher, ja, auf jeden Fall, also TEKI lässt sich sehr gut in den Alltag integrieren, auch mit Beziehungsharmonisierungen, die ja doch auch teilweise anstehen. Auch das funktioniert sehr gut. Ich glaube schon, also TEKI kann wirklich ein Teil vom Leben werden, und je öfter man es praktiziert, desto einfacher fällt es einem auch. Und auch die Verbindung zur Quelle wird dann irgendwann sehr spielerisch und einfach. Ja, es ist wirklich eine praktikable Methode, die funktioniert und sich im Leben integrieren lässt. Komplett. Das macht es wahrscheinlich auch aus. Ja. Ja, also mir geht es ähnlich wie mit dem Tom, ja. Also teilweise klinke ich mich in Quantenfelder ein oder harmonisiere mal da, mal links, mal rechts was. Ganz kurz, ich merke so, teilweise behindere ich mich noch ein bisschen mit meiner Ernsthaftigkeit, nein, ich muss es gescheit machen. Ja. Perfektionismus. Ja, wenn wirklich ein Thema ist, irgendwo, wenn ich eins sehe, das mir wichtig ist, dass ich das harmonisiere, muss ich es gescheit machen. Ja, da muss ich mir Zeit nehmen, mich verbinden. Das darf noch etwas leichter und spielerischer werden. Aber ansonsten ist es wirklich etwas, wie du sagst, es wird automatisch integriert oder auch diese Morgen- und Abendprogramme, die man dann zusammengestellt hat, nach einem der Seminare. Das ist einfach so, ja. Auch Vertrauen einfach drauf, dass wenn ich die Intention gebe, dann rattert es durch. Ja, dann geht es. Und das ist einfach das Schöne, weil es eben wirklich spielerisch sein darf oder mehr integriert und
wie andere Methoden, wo man immer so viel Aufwand dann dafür braucht. Genau. Das geht einfach ganz leicht. Ja. Ja, weil es einfach unsere Natur ist und nicht irgendwas Künstliches, nicht irgendein Konstrukt, das man drüber stülpt, sondern wir nutzen unsere eigene Schöpferkraft. Darum geht es wieder. Und das war eben lange verschüttet, beim einen mehr, beim anderen weniger. Wenn sich so langsam diese ganzen Konstrukte, diese Strukturen wieder auflösen, unser Ego, dann wird es immer natürlicher und ist immer mehr im Fluss sozusagen. Und ich finde es eben bei euch auch so schön, dass ihr es als Paar macht. Mhm. Also es gibt viele, die dann auch nachziehen oder so, ja. Aber oft sind es eben nur die Frauen oder nur die Männer. Und die sagen dann auch, naja, mein Partner kann dann nicht so viel damit anfangen oder ich darf das machen, aber er belächelt mich immer. Oder auch umgekehrt, Mann oder Frau, egal. Und bei euch ist es einfach so, ihr entwickelt euch da gemeinsam. Und spürt ihr das auch, dass ihr euch so entwickelt, auch dass sich die Beziehung positiv verändert, Freundschaften, Familienthemen, was auch immer? Habt ihr da Erfahrungen zu berichten? Ja, also schon. Also was ich total schön finde, weil wir das beide machen, ist, wenn ich ein Thema habe, wo ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt in einem Ausnahmezustand oder emotional geht, kann ich gerade selber nichts für mich tun, weil es gerade einfach nicht so gut geht, dann kann ich den Tom fragen und ihn bitten, du bitte schau mal nach oder umgekehrt auch. Und das tun wir manchmal auch so spielerisch am Tag so, ja, schau da mal ganz schnell hin. Ja. Aber das ist, das finde ich auch einfach schön, weil man so gemeinsam auch einerseits die Welt und die Themen des anderen noch anders entdecken kann auf einer anderen Ebene und so wirklich zusammen wächst. Also wir wachsen zusammen und wir wachsen zusammen. Ist, glaube ich, so. Das, oh ja, voll schön gesagt. Ja, ja, sehr genau. Schön. Und du machst ja auch schon viel mit Klienten. Also ich werde auch gerne deinen Kontakt unten verlinken, dass man dich finden kann. Du bist auch in unserem Bewusstseinstrainer-Team. Mhm. Da vermitteln wir dich auch immer gerne weiter. Und wie läuft es denn so? Also kannst du da schon so richtig umfassend helfen? Siehst du viel bei den Menschen? Oder fühlst du dich da noch blockiert? Ist es richtig schön frei geworden über die Jahre? Ja, also es hat sich sehr entwickelt, also auch die Fähigkeiten haben sich entwickelt. Die ganzen, bei mir ist es vor allem hell sehen und hell fühlen, wobei mittlerweile schon hell wissen auch ganz oft dazu kommt, dass sich so irgendwelche Sätze quer kommen. also es ist, ich finde, das Arbeiten mit Teki ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar. Mhm. Ja, weil selbst wenn ich habe auch eine Coaching-Ausbildung. Und beim Coaching macht man ja gerne Hypothesen, also vorab oder während eines Gesprächs mit Klienten. Und beim Teki ist das Schöne, ich kann zwar Hypothesen formulieren für mich vorher, aber die können so weit weg sein von dem, was die Quelle dann tut und von was die Information von der Quelle ist. Und es ist so viel vielschichtiger und tiefer und so mehrdimensional auch, was da passiert. Das ist wirklich, also wirklich mehrdimensional teilweise, was da an Bildern und an Themen aufkommt. Und das Schöne ist, da habe ich wirklich auch gelernt für mich jetzt über die Zeit und lerne ich immer wieder neu auch, mich wirklich ganz einlassen und führen lassen. Und dann, wenn es Themen gibt, die zu transformieren sind, ich denke dann manchmal schon zwischendurch so, kann ich das jetzt sagen? Das ist echt ein schräges Bild oder eine schräge Story gerade. Das spielt keine Rolle. Ja, für den Klienten macht es Sinn. Wenn ich es dann ausspreche, macht es Sinn. Und es trifft. Genau. Und wenn es dann transformiert ist, darf sich was lösen. Ja, und manchmal natürlich geht es langsamer, manchmal schneller. Ja. Aber ich hatte mal eine Klientin, das war das Faszinierendste überhaupt, die ist wegen einem beruflichen Thema gekommen, weil sie sich da irgendwie blockiert gefühlt hat und dann ein familiäres Thema war auch noch dabei. Und wir haben gearbeitet und das hat für sie alles ganz sich gut angefühlt nachher auch. Dann ist sie heimgefahren und nachmittag ruft sie mich an und ich habe den Anruf verpasst und ich, oh nein, oh Gott, jetzt habe ich was ausgelöst. Und dann habe ich sie sofort zurückgerufen und dann meint sie so, na, sie muss mir unbedingt was erzählen. Also, habe ich gefragt, geht's dir eh gut? Und sie so, ja, alles gut, alles bestens, dann wunderbar. Sie hätte unter den Augen, hatte sie so Augenringe, die waren wie Narben.
Die deckt sie mit Camouflage ab, hat sie erzählt. Deswegen habe ich das auch gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Und immer wenn sie dann zu Hause ist, gibt sie das weg, damit die Haut wieder atmen kann. Mhm. Und sie hat es weggegeben und sie hat gesagt, die sind weg. Und ich so, wie, die sind weg? Ja, und sie schickt mir ein Vorher-Nachher-Bild, die sind weg. Die sind weg und wir haben nicht daran gearbeitet. Das war so ein Nebeneffekt quasi. Ja, und deswegen, das, also das, wegen, ich gehe da mit meinem Kopf gar nicht mehr rein, sondern wirklich nur noch mit dem Herzen, mit dem Gefühl und man wird geführt. Also die Quelle führt und tut eh alles. Genau. Sende Intentionen. Ja. Wow, wie schön. Ja, eine tolle Geschichte, wirklich. Ich höre sowas auch ständig und habe das natürlich auch x-mal in meinen Behandlungen beobachtet, dass jemand sagt, jetzt ist das auf einmal weg, aber das haben wir gar nicht behandelt. Das war halt irgendwo mit drin. Du hast irgendein Trauma transformiert als Ursache für etwas anderes und da war eben zufällig auch noch das Symptom mit den Augenringen oder der Höhenangst oder den Warzen oder was auch immer. Auf einmal kommt da etwas in Heilung. Und ja, ich kriege auch ganz oft so die Rückmeldung, dass die Menschen, wenn sie zu Hause sind, sagen, ich sehe ganz anders aus. Also ja. Da guckt mich jemand im Spiegel an, den kenne ich zwar, aber irgendwie doch noch nicht. Mhm. Ja, weil einfach eine Schicht weg ist, weil es klarer wird, weil es freier wird. Mhm. Ja, wie schön. Ja. Ja, und ich finde das, also was du beschreibst, sieht man wirklich oft an Klienten dann, die, der Gesichtsausdruck, die Gesichtszüge ändern sich und die Augen sind klarer. Mhm, genau. Das sieht man oft, gell? Ja. Ja, oder auch wenn du einfach merkst, da ist was im Ungleichgewicht, ja. Aber ich spreche das nicht unbedingt gleich beim ersten Termin an, sondern ich gehe auf die Themen ein, die man mir gibt und warte mal ab, was sich entwickelt. Aber es ist oft so, gerade in der heutigen Zeit zum Beispiel, dass manche Frauen sehr männlich sind, weil sie alles rocken müssen, weil sie vielleicht alleinerziehend sind und immer für sich alles schaffen mussten und so weiter. Und sie unterdrücken aber ihre Weiblichkeit. Und auf einmal beim nächsten oder übernächsten Termin oder auch nach Seminaren habe ich das ganz oft erlebt, steht da eine richtige Frau und sagt, ja, ich weiß auch nicht, ich lasse jetzt meine Haare wachsen und ich habe jetzt mein Kleid mal wieder an, hatte ich schon 20 Jahre nicht mehr, aber jetzt fühle ich mich wohl. Also da kommt so eine Ganzheit wieder rein, ja. Also das ist ohne Wertung, das heißt ja gar nicht nur mit Kleid oder langen Haaren bist du Frau, aber das sind einfach dann so einzelne Momente oder Aussagen, die einfach zeigen, wow, es kommt immer auch ganzheitlich was in die Heilung, auch wenn man in Anführungszeichen nur nach den Rückenschmerzen eigentlich geschaut hat. Aber da hängen immer multidimensionale Vernetzungen zusammen, ja. Ja. Ach, wie schön. Ja, voll schön, wirklich. Gibt es denn noch etwas, was ihr noch erzählen möchtet oder den Menschen einfach auch noch mitgeben möchtet, die jetzt zuschauen und über Teki etwas wissen möchten? Gibt es noch irgendwas? Ja, also ich hätte noch was. Sag du bitte. Ja, okay. Ja, ihr habt auch beide noch Zeit. Also ja. Nein, pass auf jeden Fall. Nein, ich möchte dann nur nicht, ja. Also was ich wirklich das Wunderbare an Teki finde, also was mich so tief berührt hat, ist diese Seelenverbindung und die Integration der Seele, dass da wieder so vieles heilen darf. Mhm. Und das war jetzt nicht nur in Seelenkraft, sondern in Teki 3 macht man das ja auch, haben wir auch sehr intensiv gearbeitet. Und das zu erleben selber, wie sich die Seele wieder integriert und wie das ganz anders ist, wenn die ganz da ist. Und wenn das heil ist, das ist einfach wunderschön und ich glaube, das ist einzigartig. Das, und das auch anderen Klienten zu schenken, was ich schon ab und zu durfte, ja, dieses Thema da auch bearbeiten durfte, transformieren. Auch da zu erleben, einmal wie die Seele dann in den Körper gegangen ist und wie sich die gefreut hat auf diesen Körper. Ja. Wie sich die gefreut hat auf die Inkarnation. Das, genau. Das war auch so schön. Und das sind einfach so Geschenke. Ich glaube, das ist einzigartig. Das macht Teki. Also das kann, ja, vielleicht können das andere auch. Ich möchte da nichts irgendwie sagen. Ja, das kann gut sein. Aber das finde ich jetzt wirklich das Besondere. Das ist für mich das Besondere. Mhm. Wow, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Schön. Danke.
Was solltest du noch sagen, Tom? Also mir ist noch eingefallen, dass also für mich hat Teki seine Abkürzung und er übt die ganze kognitive Verarbeitung von vielen Sachen und ist sozusagen der direkte Weg zum Ursprung. Und ich glaube, das kann in vielen Situationen wirklich helfen. Vielleicht nicht, dass es auf jeden Fall eine Therapie ersetzt, aber es ist eine wunderbare Art und Weise, sich zu begegnen, auch sich selber zu begegnen und neue Erkenntnisse zu gewinnen und Sachen zu verbessern im eigenen Leben und im Leben derer, die im Umfeld sich befinden. Also ich glaube, das ist wirklich für jeden nur zum Empfehlen. Großartig. Wow, vielen, vielen Dank. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ihr habt so schöne Dinge erzählt und ja, ich danke euch einfach von Herzen für eure Zeit und eure Worte und ich hoffe, das hat auch noch ganz viele Zuschauer inspiriert, sich darauf einzulassen, noch mehr zu gucken, was ist es in mir, was ich verändern darf. Weil jeder Schritt, jeder Weg beginnt in uns selber. Wir können das Außen nicht verändern. Wir können die Art verändern, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren. Und wir hatten das im Vorgespräch, vielleicht greife ich das gerade noch mal kurz auf zum Schluss, weil es vielleicht auch für viele jetzt gerade ein aktuelles Thema ist. Wir leben ja in dieser verrückten C-Zeit. Und es gibt jetzt natürlich auch Menschen, die Entscheidungen treffen, die wir nicht treffen würden. Ob es darum geht, jetzt einfach alle Maßnahmen ungefragt mitzumachen, alles zu glauben, ob es darum geht, dann auch diese Injektion zu nehmen. Und jeder hat dann natürlich auch seinen persönlichen Prozess damit, wenn er weiß, wow, ich möchte das eigentlich nicht, weil ich liebe dich und ich habe Angst, dich zu verlieren. Aber wir haben auch festgestellt, dass uns dann eben diese erweiterte Ebene, diese erweiterte Sicht zu wissen, wir sind nicht nur dieser Mensch in diesem Körper, sondern wir sind eine Seele, die immer wieder inkarniert, die Erfahrungen macht, die einen Seelenplan hat. Und dass uns diese Sicht einfach hilft, dann auch mit diesen Umständen umzugehen und zu sagen, ich achte den Weg deiner Seele. Was auch immer sie sich gerade dabei denkt, es wird richtig sein und ich habe gar kein Recht, da jetzt Grenzen zu überschreiten und dich belehren zu wollen. Ich bin gerne da, wenn du Fragen hast, aber ich lasse dich auch deinen Seelenweg gehen. Also das hilft mir persönlich gerade auch sehr in manchen Situationen und ihr habt das auch vorhin so schön gesagt. Wollt ihr da noch was dazu sagen? Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, okay. Nein, nicht wirklich. Ja. Na, ich glaube, also was du beschreibst, ist ja dieser Willen, der freie Wille Ja, und den respektieren. Ja, ja, ich glaube, das das ist ist auch wirklich also so. das Wichtige, dass man das respektiert, wie jeder damit umgeht und auch Empathie üben kann, indem, dass man halt sieht, womit diese Person halt zu kämpfen hat und das auch ernst nimmt, obwohl es manchmal sehr schwer fällt und so eine gewisse Ohnmacht halt auch auslöst. Aber auch an dem kann man wachsen. Genau, das sind dann so die Lernaufgaben, die man dann selber hat, ja, auch Alle. mit dem umzugehen. Genau, alle. Ja. Und wenn du da eben diesen erweiterten Rahmen hast und über den menschlichen Körper hinaussehen kannst, dann ist das auf jeden Fall ja jetzt gerade sehr hilfreich. Unbedingt, Absolut, ja, unbedingt, ja. ja. Und es gibt auch ein Vertrauen, finde ich, eben, weil man ja weiß, das ist alles, ich sage nicht ganz so ernst, nicht im Sinne von jetzt, weiß ich nicht gerade gemeint, also im Sinne von das Abtun, weil es natürlich sehr zu einer dramatischen Situation führt und Effekten. Nur auf einer höheren Ebene ist das alles nicht so relevant irgendwie. Also es hat alles seinen Hat anderen alles Sinn. Sinn, ja, Ja, hat alles Sinn, ist immer ein Weg und ja. so. Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Es war wunderschön, euch mal wieder zu sehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder live. Ja, Ja, das hoffen wir auch, alles ja. Gute. Und Euch vielen, vielen auch. Dank, Sandra. Vielen Ich von Herzen danke danke auch. für das schöne Gespräch.
Danke euch auch, wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.